Herzlich willkommen zur ersten Folge von Trains in World 4. Wir sind heute mit dieser S-Bahn in Vorarlberg unterwegs, also ÖBB. Und ja, damit wir nicht zu schnell in Verspätung geraten, werde ich schon mal den Zug hochfahren. Dann sind die Türen nochmal offen. Genau, ich habe es jetzt euch schon länger versprochen. Heute kommt endlich die Folge von Trains in World 4. Genau. Jetzt können wir gleich schon mal die Türen zumachen. Dann soll es eigentlich schon losgehen. Ah, Richtungswende vorwärts. Genau. Genau, und dann fahren wir hier auch schon Richtung Wolfurt. Genau, das Video wird jetzt das erste in einer Qualität, so wie ich mir meine Videos schon immer gewünscht habe. Ich habe das Ganze schon im Community Post verfasst. Und falls euch das alles im Detail interessiert, verlinke ich euch den einmal. Genau, wir sind jetzt auf dem Weg nach Wolfurt, kommen nicht im Leben pünktlich an, weil dann müssen wir jetzt schon ankommen. Und genau. Das, was wird, zweifle ich. Das haben wir dann nicht getan. Kommt schon mal passend. Die erste Situation komplett überfahren mit 80 km/h. Ich, zu meiner Verteidigung, habe das Spiel jetzt eine Woche nicht gespielt. Und ich habe es schon seit einer Woche nicht im Schnee gespielt. Also ich habe die Bremsen nicht richtig abschätzen können, da hätte ich halt von Anfang an langsamer fahren sollen. Das nächste Mal passiert das dann. So, dann. Starten. Die brauchen wir. Jetzt werden wir jetzt schon runtergehen. Mit 100% Bremsleistung. Wahnsinn. Diese Gleise. So möchte ich das doch. Es ist ein bisschen unbequem mit 100% zu bremsen, aber im Spiel muss man halt. So. Weil sonst reagiert der überhaupt nicht. Ja, da dran. Hey, jetzt sind wir sogar pünktlich. Ja, ich habe direkt mitgenommen, die Station warten. Und wieder im Friedhof. Können wir uns ja kurz die Karte anschauen. Wir sind hier und wir müssen Feldkirch, ist meines Erachtens ganz unten. Wir müssen hier hin. Das sollte der Kirchbahnhof sein. Genau. Also wir fahren heute die ganze Strecke ab. Mit während Schneesturm. Es wird richtig fetzig in der Früh. Wege entgegen. Fällt mir gerade noch was ein, weil ich kann nicht mehr. Jetzt. Achso, gut spitze sind. Junge, der gibt. Der bremst schon fast mit 100% Leistung, weil die Gleise so rot sind. Das erkennt man übrigens an diesen roten Dingern neben der kmh-Anzeige. Dann greift er nicht zu 100%. Zum Beispiel auch, dann ruckelt es da auch von der Gewichtsverteilung. Das ist jetzt nur eine kurze Fahrt. Ich schaue immer, dass ich mit 50 so in die Station reinroll, weil dann triffst du eigentlich immer die Dinge. Natürlich gekommen bist du, wenn du nicht zwischendurch die Bremse Ding, sondern wenn du linear bremst. Das ist halt ein bisschen schwierig noch für mich. Vielleicht aber in einem der weiteren Folgen, wenn euch das Spiel natürlich interessiert. Oh, jetzt wird schon dunkel, das heißt der Schneesturm wird dann zunehmen. War erst einmal kurz vielleicht auf 100% und dann was. Ich finde, das sieht halt urgeil aus. Ich muss dazu sagen, ich habe nur Trains in World 2 gespielt, nicht den ersten und nicht den dritten. Der dritte war es mir einfach nie wert, hatte blöde Strecken und sowas. Aber der Vierer jetzt dann mit Österreich als großes neues Feature, auch mit zukünftigen Strecken, war es für mich das halt echt wert, da jetzt wieder mal einzusteigen. Und mit den Wettereffekten, das haben sie echt gut gemacht. Also vom 2er auf den 4er merkt man wirklich den Unterschied.
ob man das halt vom Dreier zum Vierer spielt und vor allem, ob man das in einem Jahr spielt, spielt, glaube ich, nur die Geldbörse. Sehen wir jetzt gefühlt einen EA-Titel waren. Jedes Jahr 40 Euro und halt die neuen Routen wieder und so. So, jetzt aber, wenn man einen Timer rauslässt, finde ich das Spiel echt solide. Du streichst so um die paar neuen Sachen, so die Wettereffekte, die neuen Strecken. Oder da haben wir auch die neuen ÖBB-Anzeigen, die was es in Wien nur auf neun Bahnhöfen gibt und auf der Franz-Josefs-Bahnstrecke. Die sind irgendwie immer 10 Sekunden zu früh, also wir müssen immer 10 Sekunden machen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, Dornbirn. Sagen. Weil das so ein großer ist. Aber da auch, wie das Modell nachgemacht ist, ist echt geil. Da mit den Lichtern, das sieht halt wirklich 100% aus. Ja, diese nachgewonnenen Sachen vom Zug her sind echt geil. Die Strecken finde ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber schon sehr. Das sind immer dieselben Gebäude, mit dieselben Autos. Da ist jetzt nicht so viel. Als eher mal eine Notbremsung sein.
Feldkirche Güterbahnhof. Okay, perfekt, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh. Voilà, Endstation. Bitte alles. Bitte alle aussteigen. Bitte alles aus. Genau, der Anzahl erst. Ja, das ist dann auf den Tunnel. Das war schon das eine Szenario, was ich mich mal zum Dresden gespielt habe. Ah, perfekt, Digga. Perfekt, Digga. Die da wieder diesen Tunnel aufgetaucht, plötzlich war der Nase und dann ist das Szenario vorbei. Wahrscheinlich. Eins. No front. Dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vielleicht als nächstes Trains in World 4 Video sehen wollt. Und wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.